Nesrin Yaman und Stefan Sindera rechnen mit dem Schlimmsten, als sie ein stark qualmendes Auto entdecken. Ach, das sieht aber böse aus. Nimmst du gleich den Feuerlöscher mit? Ja. Oh, das stinkt. Scheiße. Ich hab, hier lag aber ein Handy. Warte, jetzt sehe ich was. Und? Ein Schlafsack. Ein Schlafsack? Ja. Ist da vielleicht doch jemand drin? Zur selben Zeit auf der Wache Köln-Mülheim. Oh, da ist jemand an der Tür. Oh. Hallo. Hallo. Entschuldigen Sie, Sie müssen mir unbedingt helfen. Irgendjemand, der hat mein Auto angezündet, möchte mich bestimmt umbringen oder keine Ahnung. Sie sehen gar nicht gut aus. Kommen Sie mal rein. Ja, kommen Sie mal hier rüber in unser Büro. Setzen Sie sich mal hin. Brauchen Sie einen Arzt? Nein, ich denke nicht. Also ich habe jetzt einfach einen trockenen Hals und Husten. Und was ist passiert? Ich war in meinem Auto und ich habe halt kurz geschlafen, weil ich hatte so eine anstrengende Nachtschicht. Und dann habe ich... Entschuldigung. Und dann bin ich wach geworden und da stand mein ganzes Auto im Qualm. Und also Ihr Auto brennt? Ja, mein Auto brennt. Wo steht es denn? Am Ford 6 habe ich geparkt. Nick? Magst du mal gucken, am Ford 6, da soll irgendwie ein Auto brennen. Nee, hinten war nichts. Hier liegen zwei Bierdosen. Boah. Okay, ein Schlafsack, zwei Bierdosen. Guck mal, ich habe das Handy hier noch vom Auto gefunden. Okay. Oh. Warum Scheiße, steht hier einfach ein PKW? Oh, guck mal. Nee. Wohnt da jemand in seinem Auto? Sieht fast so aus, ne? Eine Matratze liegt da drinne. Eine Matratze, guck mal. Kuchensäcke und genug zu essen. Boah, das stinkt. Scheiße, ey. Ach, guck mal, wir werden beobachtet. Schau mal. Wollen wir mal da hingehen? Ich frag mich erst mal, in was für einer Situation hier jemand sein muss, dass der in seinem eigenen Auto leben muss. Und guck mal. Den knüpfen wir uns mal gleich von noch mal runter. Ich mach noch mal eine Abfrage. Du, der hat Spaß dabei, wenn er Fotos von uns macht, ne? Das denke ich auch, ja. Ich habe euch ein Glas Wasser oder Ihnen ein Glas Wasser gebracht. Dankeschön, das ist ganz nett. Für euch, Stefan und Nesrin sind an dem Wagen, an dem Passat. Und die haben mir mitgeteilt, dass es da aussieht, als wenn da jemand drin wohnen würde. In dem Passat, wohlgemerkt. Okay. Feuer ist gelöscht? Naja, alles tutti. Okay. Also wir haben erst mal gehört, Ihrem Auto geht soweit wieder gut, es brennt nicht weiter. Zum Glück, ja. Kann das sein, dass Sie in dem Auto leben? Ja, also jetzt so... Ja, so würde ich das jetzt nicht so sagen, dass ich da jetzt drin lebe. Also es ist halt eher so übergangsweise halt jetzt erstmal, dass ich... Ja, ich schlafe halt da drin. Also ich habe... Ja, die paar Stunden, die ich halt frei habe, die lege ich mich dahin und schlafe, weil ich leider meinen Job verloren habe durch die blöde Lage im Moment. Und dann hatte ich kein Geld mehr, meine Miete zu bezahlen. Und ja, jetzt wohne ich quasi in meinem Auto, obwohl ich ja sowieso kaum frei habe. Und die paar Stunden, die ich dann halt mal Zeit habe, die lege ich mich halt dann einmal kurz dann schlafen in meinem Auto. Das heißt, Sie mussten Ihre Wohnung kündigen, weil Sie nicht genug Geld dafür hatten? Ja. Leider, ja. Also das ist jetzt kein Grund, sich zu schämen oder so. Ne? Ich verstehe, dass man das nicht jedem direkt erzählt, aber auch wir sind da ein Ansprechpartner, wenn man mal Hilfe benötigt und nicht unbedingt weiter weiß, weil in Deutschland muss keiner auf der Straße leben. Es gibt für die Notfälle immer auch sowas wie, Männerunterkünfte, Frauenunterkünfte, wo man eine Notbetreuung bekommen kann. Aber vor allem können sie auch soziale Hilfe beantragen, wenn sie nicht genug Geld verdienen. Ne? Nach der Löschung des Brandes wird der Wagen der jungen Krankenschwester selbst als Schlafplatz nicht mehr zu gebrauchen sein. Im Kofferraum entdecken die Polizisten noch einen Arbeitsvertrag und sind tief erschüttert. Nein, eine monatliche Bruttovergütung von 450 Euro und 40 Stunden. Warum denn das? In der Woche. Und Vollzeit als Nachtschwester. Ich denke mal, sie hat das Ding nur unterschrieben, weil sie gerade keine andere Lösung hat. Das ist so eine Sauerei, dass jetzt manche das so ausnutzen. Richtig, genau.
Ich hasse das, ne? Wenn welche die Notlage... Warte, gib mal her. Ja, die Notlage anderer Menschen ausnutzen, ja. Natürlich. Schwierige und vor allem traurige Situation momentan. Wir kriegen das immer öfter mit, dass Menschen wirklich in ihren Autos leben, auf der Straße leben und viele Menschen natürlich um ihre Existenz auch bangen. Nichtsdestotrotz kann man sich hier in Deutschland wirklich Hilfe holen und ja, ich kann dazu nur sagen, niemand muss hier auf der Straße leben. Nesrin Yaman hat ein Foto von dem Dokument auf die Wache geschickt. Auch hier löst der Arbeitsvertrag, der eher als Knebelvertrag bezeichnet werden kann, größtes Unverständnis aus. Und die ausweglose Situation der jungen Krankenschwester wird einmal mehr deutlich. Hier in dem Arbeitsvertrag steht, dass sie 40 Stunden arbeiten für 450 Euro. Ja, es sind sogar auch manchmal mehr Stunden, ja. Ja, es ist halt, ich hatte jetzt nicht so die Wahl und ich wollte halt, bevor ich gar kein Geld habe, habe ich gerade nämlich das halt. Sie arbeiten Vollzeit, 40 Stunden die Woche. Und dann auch noch in der Nachtschicht? Ja. Für 450 Euro brutto? Ja, weil tagsüber gibt es nicht so viel Geld. Also das ist ja einfach... Das ist gar nichts. Unter jedem Mindestlohn, weit unter jedem Mindestlohn. Ja, aber ich dachte, es ist halt besser, als gar nichts zu haben. Ich dachte, wenn ich wenigstens die 450 Euro habe, dann komme ich da trotzdem irgendwie aus dieser Misere und suche derweil noch was anderes. Könnte Ihnen da noch mehr geben? Menschen in Not klammern sich häufig an jeden Strohhalm, den sie irgendwie bekommen können. In diesem Fall jetzt an solche unrechten Arbeitsverträge. Das ist gerade zur jetzigen Zeit wirklich kritisch, weil viele Menschen am Existenzminimum leben und dann in solche Fallen hineintappen können. Wir werden der jungen Frau jetzt auf jeden Fall erstmal unsere Hilfe anbieten und ihr auch einige Kontakte mit auf den Weg geben. Stefan Sindera und Nesrin Yaman knöpfen sich derweil den Mann vor, der sie schon die ganze Zeit beobachtet und Fotos schießt. Der Unbekannte könnte ein wichtiger Zeuge sein. Ebenso könnte er aber auch den Wagen in Brand gesetzt haben. Also eigentlich bin ich wegen dem Gebäude hier, um Fotos zu machen. Also ich bin neu bei meiner Zeitung und ich brauche halt etwas, wo ich mit groß durchstarten kann. Und dann ist mir das Gebäude hier aufgefallen, weil im Umkreis haben wir halt eine Wohnungsknappheit. Und dann frage ich mich halt tatsächlich, warum hier leerstehende Gebäude stehen. Deswegen bin ich eigentlich hier. Und dann ist mir das Auto aufgefallen und auch ein Mann. Der, ein Mann? Ja, ein Mann mit einem... Mit einem schwarzen Mantel. Der hat doch was weggeworfen. Das habe ich mitgenommen. Und was war das? Ist das die Flasche da? Genau. Ich kann von hier sehen, was da draufsteht. Benzin. Damit ist für die Beamten klar, dass es sich um eine geplante Brandstiftung handeln muss. Der mutmaßliche Täter ist allerdings nur von hinten zu sehen, trägt aber dafür einen auffälligen Mantel. Wer hat Angst vom schwarzen Mann, ne? So ungefähr, ja. Haben Sie denn auch gesehen? Ich meine, da sehe ich jetzt noch keine Rauchentwicklung, oder? War da eine Rauchentwicklung? Nee, da war noch gar keine Rauchentwicklung. Haben Sie gesehen? Die hat er weggeworfen. Die hat er weggeworfen. Ist denn der Brand entstanden, kurz nachdem er weggegangen ist? Ja. Gut, dann können wir davon ausgehen, dass er den Brand gelegt hat. Genau. Jetzt sagen Sie ja, dieses Gebäude ist relativ leerstehend. Mich würde mal interessieren, vielleicht wohnt ja da doch der eine oder andere. Oder wir haben noch einen Zeugen. Haben Sie irgendjemanden rumlaufen sehen? Nein. Tatsächlich habe ich keinen gesehen, außer den Mann mit dem schwarzen Mantel, der dann in die Richtung... Der ist aber in die Richtung gegangen. Genau, der ist in die Richtung weggerannt. Aber ich würde trotzdem mal vorschlagen, wir gehen mal dorthin und schauen uns ein bisschen um. Vielleicht hat ja irgendjemand hier etwas gesehen. Das machen wir so. Kommen Sie mal bitte mit mir mit. Also es ist jetzt so, dass wir jetzt hier einen einzigen Zeugen haben. Der ist unglücklicherweise auch noch von der Presse. Weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Auf jeden Fall... hat er uns zumindest einen wichtigen Hinweis gegeben, dass wir den Brandstifter vermutlich schon haben. Das ist ein schwarz gekleideter Mann. Angeblich ist er in die Richtung gegangen. Jetzt hoffe ich natürlich, dass wir noch andere Zeugen finden. Vielleicht hier im Gebäude, wenn es nur spielende Kinder sind. Also irgendwas hoffe ich da zu finden. Stefan Sindera bittet den Zeitungsredakteur draußen, die Stellung zu halten und niemanden an den Tatort zu lassen. Im Gebäude werden die Beamten schnell fündig. Ob Zeuge oder Täter ist auch in diesem Fall zunächst ungewiss. Das sieht ja hier schon richtig fürstlich aus, ne? Das ist mehr als nur die Suppenküche, oder? Kalt hier. Ja, kalt. Gemütlich gemacht. Ich hoffe, ich störe hier niemanden. Es ist halt leer, deswegen sitze ich und wohne hier quasi seit ein paar Tagen. Dann sind Sie vielleicht der Mann des Tages für uns oder Zeuge des Tages. Das kann ich für Sie tun. Merkst du, was er anhat? Ich merke, was er anhat. Drehen Sie sich einmal für mich. Pirouette, wie beim Eiskunstlauf. Haben Sie den Mantel her? Den habe ich vorhin gefunden. Den hat jemand weggeworfen. Das war irgendwie da draußen vor ein paar Stunden. Da bin ich gerade zu einer Hilfsarbeit aufgebrochen. Da habe ich gesehen, dass jemand diesen Mantel, der ist wunderschön, einfach liegen lässt. Und die Leute wissen sowas nicht wertzuschätzen. Sie merken, es ist hier nicht besonders warm.
Wie heißen Sie denn? Paul Klober. Wie? Paul Klober. Klober, haben Sie einen Ausweis für mich? Ja, sicherlich. Von dem brennenden Auto der Krankenschwester will der 39-Jährige nichts mitbekommen haben, weil er über den Hintereingang ins Gebäude zurückgekommen sei. Dafür liefert der Mantel des mutmaßlichen Brandstifters einen wichtigen Hinweis. Waren Sie in einer Klinik, Privatklinik, bei Herrn Jens Wolf? Nee. Jens Wolf? Ach, das war jetzt im Mantel, oder? Das war jetzt in dem Mantel. Aha. Stefan, das ist der Name, der in dem Ordner drin war. Wo? In dem Auto. Das Arbeits... Ach, das Arbeitspapier, wo die anfangen richtig will, ne? Genau. Bei der Arztpraxis, da stand Dr. Wolf. Dr. Ja, Jens Wolf. Ja, aber gut, der Dr. Wolf, der wird ja wahrscheinlich kaum eine seiner neuen Angestellten, wird er hier nachlaufen und das Auto anzünden. Warum macht das? Also, ne? Sie verstehen jetzt den Bahnhof, aber wir wissen, wovon wir sprechen. Genau. Ne? Okay, ich wollte nämlich eigentlich fast von Ihnen jetzt Fingerabdrücke einfordern und Sie gerne mit zur Wache nehmen. Wegen mir ist sehr gerne das Schild. Nee, hat sich jetzt für mich gerade aufgrund dieses Schildes ein bisschen erledigt, weil ja. Ich gehe jetzt in eine ganz andere Richtung in dieser Tatermittlung. Okay, gut, wenn Sie nichts weiter mitbekommen haben, wie gesagt, versuchen Sie hier irgendwie rauszukommen, ne? Weil ich weiß auch nicht, weil das ist auch nicht erlaubt, dass Sie sich hier aufhalten. Ja, ne? Ich weiß, ich möchte auch niemanden stören. Okay. Das verstehen wir ja auch. Wir wissen auch, dass es momentan eine schwierige Situation für uns alle ist. Aber Herr Klober, wie gesagt, halten Sie sich ein bisschen dran, machen Sie sich Termine beim Arbeitsamt, versuchen Sie wieder einen Job zu bekommen, beziehungsweise zumindest erstmal eine staatliche Hilfe, dass Sie in vernünftigen vier Wänden wohnen können, ja? Weil wie der Kollege das schon gesagt hat, in Deutschland muss keiner auf der Straße leben. Und wie gesagt, Sie sind ja kein hoffnungsloser Fall. Ach, wenn es so einfach wäre. Also. Ansonsten, wir kommen in 2-3 Tagen, gucken wir hier in der Streifenfahrt noch mal vorbei. Ne? Und dann haben wir ein bisschen mehr Zeit. Dann geben wir Ihnen ein bisschen mehr Tipps und helfen Ihnen. Okay? Vielen Dank. Ja. Okay, machen Sie's gut. Tschüss, Herr Klober. Tschüss. Das, was am augenscheinlichsten ist, muss nicht immer zielführend sein. Der Klober war hier zwar kurz im Tatverdacht, hier das Auto angesteckt zu haben, aber in dem Mantel konnten wir was ganz anderes sichern, nämlich dieses Schild von der Privatklinik Wolf. Genau da, wo die Frau Hoffmann einen Arbeitsvertrag unterschrieben hat. Und plötzlich hat sich das ganze Rad gedreht. Und wir sind jetzt gespannt, wohin die Ermittlungen führen, die wir jetzt der Wache aufgeben. Auf der Wache informiert Nick Recht seine Kolleginnen über die neuesten Entwicklungen. Auch wenn sich die Krankenschwester nicht vorstellen kann, dass ihr Chef hinter der Brandstiftung steckt, die Polizistinnen wollen dem Klinikleiter auf den Zahn fühlen. Gut, Herr Wolf, dann kommen Sie mal mit. Ja, könnte mich jetzt schon mal irgendwie einer aufklären, um was es hier genau geht? Weil wenn es irgendwas mit der Klinik zu tun hat, dann geht das eigentlich direkt über die Anwälte. Da habe ich dann persönlich nichts mit zu tun. Mit der Klinik hat es irgendwie auch zu tun, würde ich sagen. Möchtest du anfangen? Mach doch ruhig. Okay, Herr Wolf, der Grund, wieso wir hier sind, ist tatsächlich nicht ganz so witzig. Ihre Angestellte Amanda Hoffmann sagt Ihnen bestimmt was. Die Frau Hoffmann, ja? Die genau. Arbeitet bei mir seit geraumer Zeit. Ist irgendwas mit ihr? Ja, also im Endeffekt ist sie hier heute bei uns auf der Wache erschienen, ganz aufgelöst und schwarz mit Ruß befleckt, so würde ich es mal nennen. Ihr Auto stand in Flammen. Zumindest versuchte jemand, dieses Auto in Brand zu setzen. Wie bitte? Ja, und unsere Kollegen waren Gott sei Dank auch recht nah dran und konnten das Feuer löschen, bevor es tatsächlich brenzlig wurde. Also das heißt, ihr geht's gut? Ihr geht's gut, sie konnte rechtzeitig aus dem Auto raus. Zuallererst würde ich eigentlich ganz gerne klären, sie hat uns erzählt, dass sie bei Ihnen im Arbeitsverhältnis jetzt steht. Steht sie, und ich habe ja auch, ich kümmere mich sehr gut, also ich kümmere mich um alle meine Angestellten, um sie natürlich auch. Und ich weiß, dass sie momentan... Sie kümmern sich um uns? Nein, um Sie, um die Frau Hoffmann kümmere ich mich natürlich auch und mache mir dadurch Sorgen. Und ich weiß, dass sie momentan im Auto nächtigt. Und ich habe ihr die ganze Zeit gesagt, dass das eine ziemlich schlechte Idee ist. Ja, wissen Sie auch, warum Frau Hoffmann im Auto übernachtet? Hoffmann war doch richtig. Hoffmann ist richtig, ja. Frau Hoffmann, ja, warum jetzt genau, weiß ich nicht. Sie hat halt momentan, sie ist scheinbar auf Wohnungssuche. Das ist ja hier in Köln nicht ganz so einfach. Soll ich Ihnen das mal sagen, warum sie im Auto steht? Wenn Sie das wissen, dann können Sie mir das gerne sagen. Ja, dann gucken Sie sich das doch mal an, was wir hier gefunden haben. Das sieht nach einem angebrannten Arbeitsvertrag aus. Vertrag aus, ja genau. Das ist der. Den kennen Sie doch. Da steht auch drauf, was die Frau Hoffmann bei Ihnen verdient. Ja. Da steht drauf, dass sie für 40 Stunden die Woche in der Nachtschicht 450 Euro brutto verdient. Und jetzt erzählen Sie mir mal, wie man davon bitte schön eine Wohnung mieten soll. Also das ist durchaus, ja, das ist als Einstiegsgehalt zu sehen. Kennen Sie so die rechtlichen Voraussetzungen? Ich meine, Sie sind ja Arbeitgeber.
Ja, ich weiß nicht, haben Sie Fachrecht, irgendwie, ja, Arbeitsrecht studiert? Ja, selbstverständlich. Wir sind rechtlich sehr gut beschult worden und haben ein Studium genossen. Tatsächlich kennen wir uns auch privatklagetechnisch ein bisschen aus. Okay, also wir machen unsere Verträge schon seit Jahren so. Bis jetzt gab es da noch nie Beschwerden, weil genauso wie der Wohnungsmarkt sehr angespannt ist, ist der Arbeitsmarkt auch sehr angespannt. Und da kann die Frau Hoffmann sehr dankbar sein, dass sie überhaupt bei uns arbeiten darf, bei so einer renommierten Klinik wie meiner. Ja. Okay, dann schreibe ich mir das nämlich direkt mal auf und dann geben wir das zum Gewerbeamt. Dann können Sie das mal überprüfen. Wenn alle Ihre Mitarbeiter mit solch einem Gehalt eingestellt sind, dann machen wir das mal. Der Dr. Jens Wolf ist für mich ein sehr kurioser Typ. Also, dass er hier solche Arbeitsverträge aufsetzt und Menschen für einen nicht mal Mindestlohn arbeiten lässt, zu 40 Stunden die Woche und dann auch noch teilweise in der Nachtschicht und dann zu Bedingungen, dass sich Menschen nicht mal davon eine Wohnung leisten können. Also das ist für mich wirklich fragwürdig und auch wirklich menschenunwürdig. Wir haben in der Nähe Ihres Fahrzeugs oder unsere Kollegen besser gesagt einen Mantel gefunden, einen schwarzen. Da stand Ihr Name drin. Ja? Dr. Jens Wolf. So sagte man uns das. Haben Sie dafür auch so eine gute Antwort parat, dass in der Nähe des Feuers... Vielleicht hat die Frau Hoffmann einen Mantel von mir mitgenommen. Haben wir sie gefragt, sagte sie, nee, hat sie nicht. Wollen Sie vielleicht mal so langsam mit der Sprache rausrücken oder sagen Sie immer noch, das sind alles Zufälle und das ist alles ganz korrekt? Ich wollte ihr doch nur einen Schubs in die richtige Richtung geben. Ich habe sie so oft angeboten, dass sie bei mir übernachten kann. Ich habe ihr gesagt, das ist saugefährlich, draußen zu übernachten, im Auto. Wer weiß, was da nachts passieren kann, wer sich da an sie irgendwie ranschleicht. Ich habe es ihr tausendmal angeboten. Ich wollte ihr einfach nur mal einen Schubs in die richtige Richtung geben, dass sie mal merkt, was das für eine schlechte Idee ist, die Sache mit dem Auto. Da wollte ich einfach nur ein bisschen nachhelfen. Das sollte einfach nur, es sollte eine Hilfe für sie sein, ein Weckruf. Und dann zünden sie das Auto an? Ja Gott, das war hinten, war ein Fenster offen. Wenn da jetzt ein bisschen Qualm, sie ist ja dann auch direkt aus dem Wagen raus, da kann doch nichts passieren. Und bei aller Liebe, das Auto, der alte Passat. Ja, Es geht darum, dass das eine Brandstiftung darstellt. Und dass die Frau. Passiert. Ja, und wenn da auf einmal ein Brand wirklich entfacht, das, wissen Sie, was da für Verletzungen oder vielleicht sogar, ganz ehrlich, das Leben in Gefahr ist von der Dame? Ja, ist Ihnen das überhaupt bewusst? Könnte, sollte, aber es ist ja nicht passiert. Ist Ihnen bewusst, dass das eine Straftat darstellt? Wow. Und zwar auch keine geringwertige Straftat. Da ist ein Mensch im Auto gewesen, das Sie angezündet haben. Und dieser Mensch ist in Gefahr gebracht worden. Und das Ganze nennt sich versuchtes Tötungsdelikt. Dieser Mensch war schon die ganze Zeit in Gefahr, weil er draußen ist und mein Angebot, mein großzügiges Angebot nicht annimmt, bei mir zu übernachten. Okay, jetzt werde ich das sollte sauer, helfen. Ich habe dir doch nur geholfen. Da können Sie mir doch keinen Schritt draus. Okay. Und dieses Auto, das war keine 500 Euro wert. Das kriegt sie doppelt, wenn sie bei mir übernachtet. Was sie sich an Geld sparen? Sie haben doch eben gesagt, Sie haben einen Anwalt, ne? Ich rate Ihnen jetzt auch, ne, Sie sind beschuldigt an einem Strafverfahren und Sie müssen sich nicht weiter dazu äußern. Okay, sie können auch gerne einen Anwalt hinzuziehen. Dann würde ich das. Und Sie sind jetzt erstmal vorläufig festgenommen. Meine allerletzte Frage an Sie. Was wollten Sie tatsächlich damit bezwecken? Wollten Sie, dass die Dame dann endlich sagt, oh, jetzt habe ich nicht mal mehr ein Auto und muss man in allerletzter Not, dass sie dann doch noch zu Ihnen... Es wäre ihr nicht schlecht gekommen, wenn sie so gehandelt hätte. Hätte sie das schon vorher gemacht? Finden Sie da irgendwas für die Frau Hoffmann? Haben Sie sich da irgendwelche Gegenleistungen dafür erhofft? Das hätte sich dann eventuell ergeben. Auf den Klinikchef wartet eine empfindliche Strafe. Der obdachlose 39-Jährige ist fürs Erste bei einem Freund untergekommen. Die Krankenschwester hat einen neuen Job und eine bezahlbare Wohnung gefunden.